Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3. Ich spiele hier jetzt ganz live, also kein Commentary oder irgendetwas dergleichen. Ich will hier einfach ein paar Runden Battlefield 3 für euch, mit euch, gegen euch, whatever zocken. Und dementsprechend soll es hier einfach nur ein bisschen abgehen. Im Gepäck, wie man das ja immer so schön sagt, habe ich die AEK. Und mit der spiele ich sehr, sehr gerne, gerade als Sturmsoldat. Ich glaube, es kann der Sturmsoldat kann die sogar nur nehmen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ganz ruhig, brauchst nicht auf mich schießen. Hier ist alles in Ordnung. Ach Quatsch, da lebt er noch. Scheiß Softcore-Kacke. Wie schon gesagt, ich will ein bisschen durch die Gegend ruhlen. Also wenn ich hier oder wenn der ein oder andere Moment mir immer ganz kurz die Sprache verschlägt, liegt das lediglich daran, dass ich das hier gerade wirklich alles live kommentiere und oder live über meinen Senf zugebe. Hier habe ich gerade mit einer Pumpe ganz schön auf die Fresse bekommen, kann man eigentlich sagen. Grundlegend spiele ich die kleineren Conquest Dominations Maps sehr, sehr gerne. Hat einen relativ simplen Grund. Ich bin nicht so der extreme Fahrzeugfreund. Und dementsprechend mag ich es, wenn das alles sehr, sehr infanterielastig ist. Natürlich spiele ich auch mal die größeren Maps, auch sehr, sehr gerne. Aber so zur Abwechslung hier so eine kleinere, das ist schon mal was. Damit kann man sich mal relativ glücklich schätzen. Und hier gehe ich eigentlich auch immer meistens drauf ab. Problem ist, es läuft jetzt nicht ganz flüssig. Traps nimmt jetzt gerade nur mit 30 FPS auf. Nein, da kommt noch einer lang gelatscht. Verdammt, den anderen hätte ich auf jeden Fall gehabt. Also wie gesagt, Traps läuft gerade nur mit 30 FPS. 60 im Battlefield plus aufnehmen ist immer nicht ganz so einfach. Dementsprechend habe ich hier teils ein bisschen Probleme mit dem Aiming. Aber mein Gott, es soll euch ja einfach nur ein bisschen unterhalten. Und ich möchte euch noch ein bisschen was über Gott und die Welt erzählen. Ich will hier ja jetzt kein Master of Universe Gameplay hinlegen. Was ich euch aber zusätzlich noch sagen kann, ich werde auf jeden Fall Content zu den neuen Endgame-Maps liefern. Auf die habe ich ja selber richtig Bock. Na, wo bist du, du Arsch? Da oben war er. Lebt er noch? Also auf jeden Fall latsche ich hier jetzt mal hoch. Belebe die anderen beiden erstmal wieder. Und den einen müssten wir haben. Sehr schön. Natürlich sind mal die zusätzlichen Punkte, weil ich hier mit Sunny spiele, ne, beziehungsweise Sturmsoldat. Ja, gut, mein Gott, kann man abstreiten, ob das gut oder skillmäßig ist. Juckt mich gar nicht. Ich will einfach nur ein bisschen spielen. Wie gesagt, ich will hier auch niemanden irgendetwas beweisen oder so. Auf jeden Fall war da gerade noch jemand. Mir geht es eigentlich, wie gesagt, nur um den Kontext Battlefield 3. Und das ist für mich auch die Hauptsache. Verdammt. Hier wird mich gleich noch irgendjemand wegholen. Ach, scheiße. Stirb, du Arsch. Ich hoffe, dass hier unten sich jetzt nicht noch irgendeiner rumtummelt. Die Karte zeigt mir nichts an. Man hat gerade auf den kleinen Maps immer einen riesen Vorteil, wenn man mit der Karte spielt. Weil die meisten das einfach nicht tun. Und im Normalfall werden einem da ja halt die Gegner angezeigt, ne? Sofern die irgendjemand auch nur anvisiert oder da irgendetwas dergleichen. Aber jetzt gerade habe ich da auch nicht wirklich die Zeit und Lust zu, da jetzt durchgängig rauf zu gucken. Gegner sehe ich hier gerade, oh mein Gott, eigentlich keinen. Hier wird wahrscheinlich irgendwo einer rumjauchzen oder hier oben. Aber erstmal wiederbeleben, weil ich das mal sehr, sehr gerne tu. Zwei Gegner haben wir getötet. Okay, okay, okay. Ich bin weg. Sicher, sicher. Runterlatschen können wir auch nochmal. Die Punkte nehmen wir auch mit. Aber wie gesagt, ne, grundlegend, ich spiele jetzt auch nicht wirklich auf Taktik. Ich will hier einfach ein paar Leute töten. Alles umflezen, was nur möglich ist. Und dementsprechend schüttel ich das jetzt so aus dem Ärmel, ne? Also, ne, nicht am Ende großartig da den dicken Larry raushauen lassen, dass ich hier nicht gut bin oder so ein Kram. Darum geht's mir nicht. Habe ich, denke ich mal, schon mehrfach jetzt in diesem Part angesprochen. Und dabei wird es auch bleiben. Haben wir gleich gewonnen? Jo, wir haben gleich gewonnen. Das ist doch sehr schön. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Jo, dein Team hat gewonnen. Dann gehe ich jetzt, glaube ich, mit 13, 14, 5 raus. Haben wir noch ein paar Punkte abgesahnt. 13,5, ja, gut, ist jetzt natürlich nicht Nonplusultra, aber
warum nicht? Ne? Dafür, dass ich hier jetzt eben gerade erst angefangen habe und dass hier jetzt alles noch ein bisschen holprig läuft, kann ich doch letztendlich zufrieden sein. Ja, meine grundlegende Frage ist, was würdet ihr generell ab und an mal von so einem Battlefield 3 Multiplayer Match halten, wenn ich euch das hochladen würde oder sollte? Dementsprechend kann ich auch gerne mit euch spielen, das ist auch überhaupt kein Problem. Frage ist halt immer, lohnt sich das, finden sich genügend Leute, wie kann ich die Leute von FIFA und Origin und Battlefield unterscheiden und. Aber schreibt doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß, ihr seht euch nicht gerne andere Videos an, außer eben FIFA. Ich sehe es an Crysis 3, das ist ein super Bombentitel und ich tue mich da schwer, halbwegs beim Part auf 200 Abos zu kommen. 200 Aufrufe, das ist ja wirklich fast gar nichts. Und ja, bei FIFA sind es immer nach ein paar Tagen direkt 2000 und die anderen Dinge hinken halt immer extrem hinterher. Aber ich lasse mich davon ja nicht unterkriegen, ne? Ich bin ja mehr oder weniger mal sehr, sehr, sehr optimistisch und denke mir, hey, zieh den Scheiß so lange durch, bis du irgendwann die Leute dazu animierst, dass sie den Scheiß grundlegend gucken. Was natürlich auch der erste und wichtigste Schritt für mich ist. Hier haben wir direkt ordentlich einkassiert mit der PP19. Hilfe bei Kill 50. Ja gut, kann ich mein Ei draufbraten. Oh, er hat mich sogar wiederbelebt. Aber nicht gut wiederbelebt. Ah, verdammt. So, dich habe ich. Komm, dich. Den anderen hole ich mir auch noch. Aber ich kann hier gerade nicht durchhüpfen. Das ist nicht so doll. Belebe ich ihn hier erstmal wieder. Nein. Squad-Reanimation, Hilfe bei Kill und Hilfe bei Kill durch Niederhaltung. Jaha. Vielleicht kommt jetzt nochmal einer zu mir gelaufen. Sani? Nee. Lust hat er nicht. Spawn ich einfach bei ihm. Warum auch nicht? A wird wieder eingenommen. SKS. 3% hat er noch. 78 Punkte habe ich dafür bekommen. Wiederbeleben. Dankeschön. Sehr, sehr nett. Also, bei der Map tue ich mich oftmals schon deutlich schwerer als eben auf dem Sieber Tower. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegen könnte. Aber liegt mir scheinbar einfach nicht so gut. Und ich wollte eigentlich runterlaufen. Jetzt bin ich hier diesem Arsch hinterhergelaufen. Das ist sinnfrei, weil hier oben einfach gar nichts eigentlich los ist. Aber naja, ne, wir sind hier immer noch gut ausgestattet. 1:1. Das sind die Stats, die die Leute sehen wollen. Nein, das kann es nicht sein. Wieder Hilfe bei Kill. Jetzt haben wir aber einen, oder? Kopftreffer, Rächer. Oh, dann können wir den anderen eigentlich wiederbeleben. Nee, können wir nicht mehr wiederbeleben, weil er schon tot ist. Ja. Ah, da hängt er! Nein! Und ich habe ihn ja eigentlich durch die Wand gesehen. Aber ich dachte, ich habe mich verguckt und dass das vielleicht irgendwie ein Fehler wäre oder so ein Scheiß. Nein, das war die Realität. Hier hänge ich jetzt fest. Auch sehr geil, weil ich irgendwie auf so einem blöden Tisch gespawnt bin. Oh Mann. Aber naja, ich bin ja immer noch mit meinen Wurstbrettern eigentlich relativ gut dabei. Was den Scheiß angeht. Gut, da hat er mir wieder mit der SKS ordentlich eingedrückt. Die geht auch echt richtig hart im Hardcore-Modus ab. Ohne anzuvisieren, immer raufballern. Irgendwann trifft man schon. Die meisten Gegner sind halt immer instant mit 2 Schüssen tot. Dich hole ich gleich. Pass mal auf, mein Freund. Ersten mit Ankündigung. Ne, Betonung liegt auf der Ankündigung. Nächsten. gleich kommt hier irgendeiner rumgelaufen. Ja, genau. Weil ich hier gleich ordentlich Pech haben werde. Ach, und er zieht mich mit der P90. Wie schlecht ist das denn? Ich habe ihn aber auch gezogen, immerhin. Wollte schon sagen, mein Gott. Und er belebt mich wieder. Schön, ist ein netter Squad. Solche Gegner oder Mitspieler hat man nicht häufig. 7-4, tut natürlich ein bisschen auch in der Seele weh, muss ich ganz klar sagen. Aber ich will hier, wie gesagt, ich will ja niemandem was beweisen. Einfach, ne, bisschen unterhalten, bisschen Spaß haben. Will mich jetzt auch nicht zu oft wiederholen. Aber mit Kone verstehen das ja Leute auch immer noch nicht, wenn ich es mal wieder vergesse oder so ein Kram, was ja partout nichts Schlimmes sein muss.
Den einen habe ich, den anderen nun nicht. Hätte ich mal erst den vorderen gezogen. Das wäre irgendwie ein bisschen klüger gewesen. Aber egal, hier den 44er. Da steigen wir doch mal ein. Die machen guten Eindruck. Oder auch nicht. Hm? Hier hängen sie schon wieder alle wie blöd. Sowas ist mal katastrophal. Denn lieber richtige Kacke machen, nichts hinbekommen. Als, ja, lieber sowas. Dann ist es ganz allein meine Schuld, dass ich gestorben bin. Diesen anderen Scheiß, den die anderen da mal verzapfen, dann werde ich mal richtig sauer. Wenn die dann immer irgendwelche Löcher, wo man eigentlich durchgehen sollte, etc. Zustopfen und irgendwie verdrücken, unterdrücken oder so ein Scheiß, dann kannst du es komplett vergessen. Ja, mit der SKS dreht hier völlig durch. Wie heißt der denn? Ski? Wird auch weiter oben sein, oder? Was ist mit Ski? Nur L4. Geht mir seine SKS schon gut ab, muss man mal sagen. Ist halt Sniper, ne? Muss einem bewusst sein. So. Medikit, ja, ja, kriegen wir hin. Ganz ruhig, ganz locker. Ganz leger. Nun. Ja, ziehen wir einfach mal weiter. Hier ist ein Teamkollege von uns. Dem laufen wir doch mal hinterher. Auf den Punkt C. Probier's hier wieder von der Seite aus. Obwohl, nein, Quatsch. Ja, zwei immerhin. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen aussieht. Oh, nicht ganz. Sagen wir es so. 19. Eigentlich müsste man jetzt gleich möglichst schnell hinlaufen und die Scheißpunkt oder den Scheißpunkt einnehmen. Weiß ja mal nicht, wo die alle rumhängen, ne? Das ist ja mal der große Nachteil. Hier jetzt auch nachzuladen ist auch bestimmt nicht das Beste, was ich jetzt machen konnte. Aber hier wird doch bestimmt gleich einer hochkommen. Aber da ich von so kleinen Maps oder auf so kleine Maps nichts von dem Rumgecamper halte, dann drehen wir hier einfach kurz so unsere Runden. Direkt runter, es war wahrscheinlich ein, zwei Mann-Armee. Wo war der denn? Oh, richtig auf Sound kann ich auch nicht spielen, muss halt, damit ihr nichts oder damit ihr noch alles weiterhört, den ganzen Ingame-Sound ein bisschen runterdrehen. Ne, muss ja auch alles in einem Verhältnis stehen. Aber läuft. Oh, 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 ich habe gerade Schüsse in meinen Rücken irgendwie wahrgenommen gehört. Na, wo sind sie? Ah, Quatsch! Ich hab ihn doch. Ich hab ihn nicht. Unox, 12 HP hat er. Noch dreimal hat er mich jetzt. Das war nicht so nett. Aber okay. Da war noch einer. Den haben wir. Sehr schön. Na, Karte, komm, zeig's mir an. Da hinten ist auch noch einer. Kopftreffer. Oh, war da oben drauf noch? Nein. Huch, du bist bei mir. Oh, zum Glück ist das nicht Hardcore. Die hat jetzt wahrscheinlich hart den... Der hat... Er hat ins Gras gebissen wegen mir. Aber so ist das doch halbwegs okay. So, B müsste hier unten sein. Nein. Doch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, einfach mal kurz durchziehen. Nein, verdammt. Tick zu spät. Wo ist er? Nein! Mann! Ich habe doch auf den einen geschossen. Er kommt hier mit der MK3A1 und dreht völlig durch. Soll er mal aufräumen. Ist in Ordnung. Nehme ich ihn definitiv nicht übel. Aber ich nehme es Leuten übel, wenn sie mich wiederbeleben. So super sinnlos, so super sinnfrei. Haben wir wieder gewonnen? Dann geht das doch. Aber da die Runden gerade so super kurz sind... Alter Falter, unser erster 23-2. Das ist aber schon nicht schlecht. 15-8. Ich habe auch meistens immer so eine KD von 2-1. Das kann man so grob festhalten. Passt. Jetzt wurden wir auch noch befördert zum nächsten Colonel Service Star 9. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt dementsprechend einfach mal von euch. Ne? Was Battlefield 3 angeht, wie gesagt, wenn euch der Spaß ein bisschen gefällt, euch das ein bisschen unterhält und ihr da Bock drauf habt oder mal mitspielen wollt, meldet euch bei mir, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Hahn.